Hallo, ich bin Angelika, Landschafts- und Astrofotografin. Ihr schaut den YouTube-Kanal von Cellapex. Heute startet die neue Serie Wandern und Fotografieren im Harz. Im ersten Teil geht es zur Wolfswarte. Der fotografische Schwerpunkt ist die Bildgestaltung. Wem es nun darum geht, ihr findet alles auf YouTube. Wer zusätzlich an der Bildbearbeitung interessiert ist, wechselt hinterher zu Cellapex. Den Link gibt es unter dem Video. Und schon geht's los. Es ist Anfang Februar und früher Nachmittag. Der Weg ist verschneit. Es ist eine kurze Wanderung auf einem steilen, teilweise eisglatten Weg. Zu allen Jahreszeiten empfehle ich euch festes Schuhwerk. Wir starten auf einem kleinen Parkplatz an der steilen Wandstraße, die von Altenau zum Torfhaus führt, der L504. Nur 4 bis 5 Autos finden dort Platz. Wir nehmen den Wolfswarter Fußweg, beschildert als 18C und 18H. Manchmal müssen wir uns über umgestürzte Bäume durchkämpfen. Beim Wegweiser folgen wir weiter der Beschilderung zur Wolfswarte. Im Winter ist es trotz des schlechten Weges eine besonders schöne Wanderung durch den verschneiten Wald. Herrlicher Sonnenschein und blauer Himmel versprechen einen guten Kontrast auf den Fotos. Zum Schluss wird der Weg weniger steil und die Klippen erscheinen. Dann bin ich da. Und zuerst genieße ich die Aussicht in alle Richtungen. Wer will, kann sich hier den Wanderstempel 135 abholen. Fotografisch geht es heute um die Bildgestaltung von Landschaftsaufnahmen. Fangen wir mit dem Licht an. Eigentlich ist der frühe Nachmittag keine ideale Fotozeit, weil das Licht sehr hart ist. Besonders interessante Landschaftsfotos schießt ihr eher zum Sonnenauf- oder Untergang. Deshalb zeige ich euch an dieser Stelle ein paar Fotos von einer Wanderung, die mich ebenfalls zum Ende des Winters hin auf die Wolfswarte führte, allerdings am frühen Abend. Bevor ihr diesem Beispiel folgt, müsst ihr sicher sein, dass auch die Rückkehr im Dunkeln gefahrlos möglich ist. Das heißt, ihr müsst den Weg am besten am selben Tag schon im Hellen zurückgelegt haben. Abends könnt ihr einen stimmungsvollen Sonnenuntergang aufnehmen. Aus einer geschickten Perspektive lassen sich auch Sonnenstrahlen erwischen, die sich an der Kante an der Klippe brechen. Es muss aber nicht der Sonnenuntergang oder die sogenannte goldene Stunde rund um den Sonnenuntergang direkt sein. Auch danach lassen sich noch schöne Fotos schießen, beispielsweise zur blauen Stunde, die sich an die goldene Stunde anschließt. In dieser Zeit nimmt der Himmel eine intensiv blaue Farbe an. Auch morgens gibt es eine goldene Stunde rund um den Sonnenaufgang und davor eine blaue Stunde. Den Begriff Stunde darf man dabei nicht allzu wörtlich nehmen. Es ist die Zeit morgens vor und abends nach der goldenen Stunde. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich heute dann nachmittags gewandert bin. Dafür habe ich zwei Gründe. Erstens wandern die meisten tagsüber. Und zweitens können wir auch am Tag schöne Bilder aufnehmen. Im Winter reizt mich der hell-dunkle Kontrast zwischen dem stahlblauen Himmel und dem weißen Schnee besonders. Hinzu kommt auf den Klippen der Warm-Kalt-Kontrast zwischen den gelblichen Felsen und dem kalten blauen Himmel. Damit sind wir beim zweiten Element der Landschaftsfotografie, der Wirkung von Kontrasten. Auf der Wolfswarte haben wir den Blick ins weite Land, auf dem letzten Bild in Richtung Altenau. Aber auch die Gegenrichtung zum Torfhaus hin hat ihre Reize. Wieder erwarten uns Kontraste. Wunderschön sind die vereisten Bäume. Und die Sendetürme bringen uns noch ein paar zusätzliche Farbtupfer ins Bild. Hier noch ein Beispiel für schöne Kontraste auf der winterlichen Wolfswarte. Ich möchte es gleichzeitig nutzen, um auf ein drittes Element in der Landschaftsfotografie aufmerksam zu machen. Die Strukturierung eines Bildes in drei Ebenen hilft dem Betrachter, sich darin zurechtzufinden. Hier ist die unterste Ebene, der Vordergrund mit den Steinen, die Baumebene in der Mitte und oben der Himmel. Es wirkt optisch ansprechend, wenn der Himmel etwa ein Drittel des Bildes ausfüllt. Genauso wichtig ist der Vordergrund. Man sagt nicht zu Unrecht, Vordergrund macht Bild gesund. In diesem Zusammenhang komme ich noch einmal auf das in Richtung Altenau aufgenommene Foto zurück. Im Bild könnt ihr jetzt Hilfslinien erkennen. Oben wieder der Himmel, in der Mitte das Hauptelement mit dem Blick in den Harz, unten der Vordergrund. Auf Klippen bieten sich dafür häufig Steine an. Hier habe ich die Steine gleichzeitig genutzt, um der Hochebene, auf die wir schauen, rechts und links einen Rahmen zu geben. Auch ein solcher Rahmen bringt dem Betrachter Orientierung. Auf manchen der Harzer Klippen gibt es Bäume. Auch Bäume eignen sich gut als Rahmen. Das möchte ich mit diesem Bild veranschaulichen, welches ich vor kurzem auf dem Weg zu den Leistenklippen aufgenommen habe. Zurück zur Wolfswarte.
Ein weiteres strukturierendes Hilfsmittel ist der Weg ins Bild, hier angedeutet durch den orangenen Pfeil. In diesem Fall habe ich ein längliches Schneefeld als Weg ins Bild ausgewählt. Den gleichen Zweck kann beispielsweise auch ein Geländer erfüllen. Auf der Wolfsweite gibt es kein Geländer. Deshalb habe ich mir zu Demonstrationszwecken ein Bild von den Hahnenkleeklippen ausgeliehen. Hier habe ich ein Geländer im Vordergrund, welches gleichzeitig ins Bild führt. Im mittleren Teil sehen wir die nebelige Landschaft und darüber den Himmel. Auf dem Rückweg von der Wolfswarte zum Parkplatz solltet ihr euch den Blick zum Brocken nicht entgehen lassen. Das Bild ist horizontal wieder in drei Teile geteilt. Zusätzlich habe ich es auch vertikal gedrittelt. Hieran möchte ich euch die Drittelregel erklären. Sie ist eine Abwandlung vom goldenen Schnitt, aber leichter zu handhaben. Denn bei vielen Kameras lässt sich ein Raster einblenden. Die Motive, die auf den Schnittpunkten der horizontalen und vertikalen Linien liegen, zielen das Auge des Betrachters in besonderem Maße an. Hier kommt zusätzlich die Perspektive zum Tragen. Wir blicken aufwärts zum Brocken. Deshalb ist er an einem der oberen Schnittpunkte gut platziert. Im vorangegangenen Bild haben wir auf Altenau hinabgeblickt. Der Ort ist auf einem der unteren Schnittpunkte angesiedelt. Zum Schluss fasse ich die wichtigsten Punkte des Videos kurz zusammen. Die Lichtverhältnisse sind morgens und abends am besten. Aber mit etwas Geschick lassen sich auch tagsüber schöne Fotos aufnehmen. Dabei setzen wir Kontraste als Bildelemente ein. Die Aufteilung des Bildes in drei horizontale Ebenen schafft dem Betrachter Orientierung. Ebenso die Rahmung des Motivs und der Weg ins Bild. Wichtige Bildelemente platzieren wir gemäß der Drittelregel auf den Schnittpunkten der vertikalen und horizontalen Gitterlinien. Dabei spielt auch die Perspektive eine Rolle. Wir können diese unerwartet gestalten, indem wir die Kamera zum Beispiel am Boden platzieren. Noch nicht erwähnt habe ich die Bildformate. Aus dem oben Gesagten ergibt sich, dass das Querformat die bevorzugte Lösung ist. Das kann 3 zu 2, aber bei Panoramen durchaus auch 16 zu 9 sein. Wenn wir einen Baum fotografieren, darf es auch schon mal im Hochformat. Damit bin ich am Ende des Tutorials angelangt. Ich hoffe, ihr habt ein paar Anregungen mitgenommen. Vielleicht hat es euch sogar zu einer Fototour auf die Wolfswarte inspiriert oder auch zu anderen Harzer Klippen. Die Tipps aus diesem Video könnt ihr natürlich auch bei anderen Klippen nutzen. Ich habe es mit den Bildern von den Hahnenklee und den Leistenklippen gezeigt. Ich freue mich darauf, den einen oder die andere auf Zellerpix zur Bildbearbeitung wiederzutreffen. Für heute verabschiede ich mich und wünsche euch viel Spaß beim Wandern und Fotografieren im Harz. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like.